So, willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Das müsste Folge 162 sein. Rex ist hier, James ist da, Hannah ist nicht da. Na gut, wir schauen mal ganz schnell noch zu den Gänsen. Zu den Enten? Nix. Gut. Dann. Ah, Hanna ist im Bett. Okay. Dann schnell ins Bett mit uns. Ja, sie schläft. Ganz schnell. Ups, so. Ich wollte doch zum Balkon runterspringen. Wir müssen was essen. So, dann schauen wir schnell zum Nachbarn. Wobei ich habe eh nichts zum Verkaufen jetzt. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Ja, zeigen Sie mal. Wo kann ich Fahrzeuge Nein, kaufen? nein, das wollte ich gar nicht. Sie können, aber Sie können auch mit den Leuten. Lust zu Lust zu handeln. handeln? Klar. Was brauchen Sie? Will nur sehen, wie die Preise aktuell sind. Okay, Preise steigen. Das letzte Mal war es auf 8. Dann geben wir jetzt Rex mal schnell was zu essen. Rex, wo bist du? Da hinten. Rex, ja, ein Würstchen. So, dann schauen wir schnell zum Gewächshaus. Öffnen. So, und bevor wir jetzt auf Arbeit gehen, schauen wir bei Hanna vorbei, die in der Küche steht. Scheiße. Okay, dann schauen wir mal, was gibt's an Aufträgen. Hier bin ich noch voll dabei. Pflüger im Feld. Pflüger. Pflüger. Repariere. Jede Menge Pflügeaufträge. Gut, die nehmen wir einfach mal alle an. Pick up. Als erstes Richtung Kirche. Wir haben ja jetzt einen neuen Pflug und einen Traktor. Moment, haben wir noch Helfer gerade im Einsatz? Hier ist einer. Mais. Mais ist noch nicht so weit. Gepflügt 0%, bereit zur Ernte geerntet. Okay, dann sage ich hier pflügen. Moment, wenn die Preise steigen, wie entwickeln sich die Preise hier steigen auch. Okay. Okay. Dann vielleicht doch nicht sofort, wenn irgendwas erntebereit ist. Ernte einleiten. Komm, aussteigen. Hätte noch eine halbe.
halbe Stunde länger im Bett bleiben können. Ja, Abigail, wie sieht's aus? Ich habe gehört, du hast ein Feld zu pflügen. Guten Tag. Guten Morgen, mein Freund. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt ein zu pflügendes Feld in der Nähe. Willst du das übernehmen? Klar. Für 2000 auf jeden Fall. Ich kümmere mich drum. So, dann schauen wir mal. Kann ich noch einen Helfer gepflügt? Moment, dann machen wir hier kultivieren. Wobei ich das immer sehr gern gemacht habe. Pflüge ein Feld. Dann Richtung See. So, Helfer ist unterwegs. Der meine Felder bearbeitet. Versprechen, versprechen. Aber liefern Sie. So. Lukas, wie sieht's aus? Sieht so aus, als ob es mich Hallo. Oh, bist du es wieder? Ja, ich bin es wieder. Ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt ein zu pflügendes Feld in der Nähe. Willst du das übernehmen? Klar. 2,6 auf Hört jeden sich gut Fall. An. Ich kümmere mich drum. So, dann nur noch hier oben. Da. Und dann schauen wir gleich mal. Hier können wir kultivieren. Da. Jetzt alles ein bisschen durcheinander. Na, bleib stehen. Schauen wir mal, wo bist du? Christoph, du stehst in der Wand. Kollege? Kann ich mit dir reden? Tag. Hi. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. So, dann gucken wir mal. Was macht denn... Danke, wir sehen uns. Dieser Christoph steht ja noch in der Wand. Noch okay. Nicht. Entschuldigung. Ich kann mit dir reden. Wir reden später. Ach komm. Kollege. Ich bin beschäftigt. Oh, Mann. Meine Fresse. Repariere ein Gebäude, das machen wir auf jeden Fall auch noch. So, Christoph, wie sieht's aus? Noch nicht. Entschuldigung. Noch nicht. Entschuldigung. Ach, Mann. Na gut. Pickup nehmen. Dann fahren wir erstmal zur Markierung. Gebäude reparieren geht glücklicherweise immer sehr schnell. Da. Super viele Felder zu pflügen. Oh Gott. Und der da. Na komm, aussteigen. David. David, hallo?
Können wir mit dir reden? Hi. Grüß Hallo. Gott. Ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Klar. Hört sich gut an. Ich 1400 auf jeden Fall. Nein, nicht dein Ernst. Gewächshaus. Oh Gott. Na komm, weiter. Gewächshaus reparieren. Na, toll. Mal schön weitermachen. Wups, die Wups. Tiralala. Das Gewächshaus ist bald wie neu. Na, komm. Keine Müdigkeit vortäuschen. Da, und dann noch das Dach. Na komm, weitermachen. Dödödö. Griffe. Schwuppsdiwupps. So, hoch, Dach. Machen wir auch gleich von innen. Ach, komm. Spring. Wupsti, tralala. Dafür bekommen wir unser schönes Geld. Na, weitermachen. Keine Müdigkeit vortäuschen. So, alles fertig, super. Zeug wegpacken. Was liegt hier? Ein Tisch. Na gut. Kollege David, da ist er doch. Danke. Hier ist etwas für dich. Bekomme ich Geld? So, danke. Dann springen wir jetzt erstmal nach Hause und gucken, wo unsere Frau ist. Die ist immer noch in der Küche. Wo gibt's denn sowas? Na gut.
Pick ab. Dann schauen wir jetzt nochmal zu dem Christoph, der in der Wand steckte. Da 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 da. Tirolala. So, kleines Wildschwein, Vorsicht. Brücke. Jetzt steht er da drüben. So, hallo, jetzt aber. Christoph, rede mit uns. Guten Tag. Guten Morgen. Ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt ein zu pflügendes Feld in der Nähe. Willst du das übernehmen? Auf jeden Fall. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. So, damit müssten wir alle Aufträge angenommen haben. Nochmal schauen, ob unsere Frau endlich aus der Küche raus ist. Nein. Gut, dann ab aufs Feld. So, runter damit. 52%, okay, das könnte noch ein bisschen dauern. Da. Immer schön die Bahnen ziehen. Gucken wir mal. So. Sind wir noch eine super spitze Ecke. Egal. Gibt noch genug zu pflügen hier. Da, da, da. Eine Kante gelassen. So passt es wieder. Da. Okay, die nächsten Folgen werden sehr viel pflügen sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch das antun wollt. Zerstörung der Ernte. Okay, irgendwo. Egal. Völlig egal, was meine Helfer da machen. Die machen es gut. Da, da, da.
So, beenden wir erstmal die Folge hier. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.